stärker. Zum Glück ist ein Skylander vor Ort. Meine drei Schafe sind abgehauen und haben sich in Stachelweiden verfangen. Ich traue mich nicht durch diese Disteln durch. Wäre echt nett von dir, wenn du die Schafe für mich befreist. Okay, das werde ich machen. Stealth Elf, einer meiner Lieblingscharaktere. Für euch sicher auch ein Begriff. Das ist einer der besten Charaktere gewesen und ist es auch wahrscheinlich noch immer, würde ich sagen. Kommt halt drauf an, was die Swap Force hier taugen. Stealth Elf war mit den Upgrades dann sehr, sehr schnell. Im Moment haben wir noch nicht das Upgrade, wo wir nach vorne so ein Salto vorwärts machen können, aber das kriegen wir alles noch. Ansonsten, die alten Skylanders kann man natürlich auch wieder verwenden. Und nehmt ihn ins Visier, Grievous! Okay, wir werden angegriffen. Haltet die Skylander davon ab, unsere Leckerbissen zu klauen! Nun gut. Das werden wir nicht zulassen, dass die unsere Schafe hier gefangen halten. Die werden wir befreien. So, nix wie hoch. Und nun, Gegner Nummer 1 ausgeschaltet. Schaf Nummer 2 ist frei. Natürlich. Ja, genau. Teleport. Ihr seht. War das sonst auch immer aktiv? Ja, ich glaube, zwei Attacken hat man. Oh nein. Da vergesse ich gerade. Ich habe mit den Swap Force Charakteren noch gar nicht die andere Attacke gezeigt. Könnte ich eigentlich gut mal nachholen. Aber zuerst bekommt Stealth Elf ihren Auftritt. Für ihr Tor. Wow, danke, Skylander. Hier ist eine Kleinigkeit, um deinen Kopf warm zu halten. Auf dem Weg nach Holzhausen. Eine Kopfbedeckung. Okay, es gibt die Hüte für die normalen Tore und anscheinend legendäre Schätze für... Oh mein Gott. Achso, Blödsinn, ja. Für die legendäre Schätze für... Nein, will ich nicht. Will keinen Hut aufsetzen jetzt. Kann man natürlich dann... Ah, kann ich mal zeigen. Das muss man sehen. Hier haben wir Hüte. Gut, setzen wir ihn auf. Dann kann ich es natürlich wieder beenden. Noch eine Tarnung. Hat natürlich Statuswerte, in dem Fall noch sehr niedrige. Legendäre Schätze wird man dann später gebrauchen. Und wir nehmen ihn hier. Um gute legendäre Schätze dann für Bonuswerte zu erhalten. So. Gut, weiter geht's noch. Wo geht's jetzt hin? Ah, das ist nicht schlecht. Man kommt hier ein bisschen nach vor, also man kann sich schneller bewegen. Muss ich hier noch irgendwas tun? Nein. Also das Element hier in der Mitte zeigt anscheinend an, was hier gerade stark ist. Ah, ich bin gerade nicht durchgekommen. Und ihr seht, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Schaden nimmt der Skylander. Endlich mal ein bisschen mehr Herausforderung. Es war anscheinend schon so, dass Albtraum, ja, sag ich mal, mittelschwer war. Und man hatte hin und wieder schon Skylanders verloren. So war es nicht. Dass man da sich spielen durfte zu lange, auf gar keinen Fall. Vor allem gab es natürlich auch die Level-Challenges, wo man nur eine gewisse Zeit hatte, um ein Level abzuschließen. Und dann war am Ende so ein kleiner Mini-Boss, der sich schon über mehrere Minuten hinzog. Und das war teilweise schon, ja, relativ knapp, würde ich mal behaupten. Also für Kinder definitiv eine Herausforderung. So, was muss ich hier jetzt machen? Habe ich irgendwas vergessen? Schaf. Muss ich alle zu... Ich habe zu wenig im Spiel aufgepasst. Das darf doch nicht wahr sein. Wow. Aufpassen hier. Nicht, dass du mir hier noch stirbst. Das wäre ganz schlecht. Ich habe doch alle Schafe gerettet, oder? Habe ich zurück müssen? Ich weiß es nicht. Und drüben scheint auch es noch weiter zu gehen. Schauen wir. Wo war er? Hier. Hätte ich die Schafe zurücktreiben müssen? Nein, auch nicht. Vielleicht muss ich einfach nur zurückgehen. Ich meine, die Schafe waren halt immer so... Ah, hier geht's noch lang. Oh. Okay, hier bin ich richtig. Gut. Mit den Schafen wurde immer sehr gerne... Ja... Geschichten erzählt. Ist auch gut. Es wurde sehr gerne mit den Schafen ein bisschen was angestellt, sagen wir es mal so.
Ach so, das ist kein Tor, sondern ich kann hier einfach durch. Ja, alles klar. Du bist doch stark, Skylander. Du kannst die Blöcke einfach wegschieben. So ist es. Die Frage ist, ob ich da drauf springen auch kann. Nein, kann ich nicht. Oh, der erste Seelenstein. Gut. Hier muss ich aber hüpfen, jawohl. Hier gibt es zwei Seelensteine. Gab's sonst nicht immer nur einen? Okay. Ja, schauen wir uns die Vorschau an. Ist immer so ein Mini-Trailer zu jeweiligen Charakter. Also, genießen wir ihn. Die Flut ist mit mir. Oh ja. Damit kann man sich mal ein kleines Bild machen, was so der Skylander drauf hat. Der war wirklich mini, der Trailer. Ich glaube, früher waren sie ein bisschen länger. Aber passt schon. Sonst einfach über YouTube informieren über die Skylanders. Über die neuesten Figuren. Die kommen in Wellen raus. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich habe mir noch gar nicht die Release-Liste angeschaut, was so wann rauskommt. Denn es gibt immer so Wellen, wo dann immer neue Skylanders rauskommen. Okay. Gut. Jawohl, durch hier. Da könnte noch was versteckt sein. Der hat mich getroffen, wie gemein. Nein, hier ist nichts versteckt. Schade. Okay, da oben ist die Schriftrolle. Oh, die Schriftrollen. Die erzählen immer nette Geschichten. Ist immer ziemlich lustig gewesen. Stufenaufstieg. Level 2 für unseren Swapforce-Geilner. Dix der Mulkin sagte, dass der Ausbruch des Wolkenbruchbergs zu den spektakulärsten Ereignissen in den Skylands zählt. Außerdem spekulierte er, dass man erblinden könnte, wenn man ihn zu lange anstarrt. Das könnte natürlich sein, warum alle Maulwürfe blind geworden sind. Nur eine Theorie, mehr oder weniger. Kleiner Scherz am Rande. Okay, weiter geht's. Tja. Das ist eine Swap-Zone. Okay. Wenn die Beine eines Swap-Force-Skylanders zum Symbol passen, so wie hier, erhalten sie eine Superladung. Das ist ein Raketensymbol. Die Herausforderung ist also für einen Skylander mit Raketenkraft. Zeig's ihnen, Skylander! Hab ich sogar. Das müsste das sein. Jawohl. Schieß bis zum Ende. Halte A für einen Schub. Wow! Was? Okay. Ich muss hier einfach nur durchkommen. Nun gut, nirgends anstoßen und alles am besten einsammeln, hier schön durchkommen, ausweichen, ja, nicht treffen lassen, kleiner Umweg, Okay, hier, das sollte ich mitnehmen, ui, nein, das war nicht gut, okay, gut gemacht. So, nichts übersehen, ich glaube, dass da irgendwo vielleicht sogar was versteckt ist während dem Rennen hier, also gut aufpassen, genau hinschauen. Oh, das war schon knapp. Hier haben wir nochmal... Nein! Ach du meine Güte! Wieder extra Zeit verloren. Es schaut vielleicht leicht aus, aber irgendwie schwimmt das ein bisschen. Je nachdem, welche Richtung es sich bewegt. Also, Skyland, das wird schwieriger. Nein! Ich bin noch immer gut dabei. Hab noch immer genug HP. So, schön ausweichen. Wie komme ich denn hier rüber? Jawohl. Einfach Zeit lassen. Ist einfach besser. Oh nein. Bam, jetzt mittendurch. Nein, K.O. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, zum Glück war es eine Herausforderung, aber ich habe mich jetzt schon gewaltig blamiert. Darf doch nicht wahr sein. Kurz vorm Ziel, weil ich unbedingt... Ja, meine Gier... ...nicht verbergen konnte. Aber was bringen die eigentlich? Ich habe jetzt gar nicht hingeschaut vorher. Nein, schon wieder. So. Was hat das gebracht eigentlich? Hat das Bonuszeit gebracht oder so? Oder sonst irgendwas? Ich merke schon, ich bin ein bisschen aus dem Training hier. Keinesfalls zu extrem. Ja, genau. So geht's. Nicht links vorbei. Nein! Dreh um. Ja. Fast hätte ich es versaut. Okay. Gute Arbeit.
Jawohl, volle HP, genügend Zeit. Man sollte halt tunlichst nicht zu viel riskieren und dann klappt das hier auch wunderbar. Okay, Timing hier war vielleicht nicht perfekt, aber genügend HP für den Schlussteil noch. So, schön durch hier. Ja, perfekt. Und ich werde jetzt einfach mal hier rechts rangehen. Oh mein Gott! Aber ich hab's gepackt. Gott sei Dank. Du gewinnst. Swap-Zonen. Herausforderung freigeschaltet. Waldflug aufführen. Spiele diese Swap-Zones. Herausforderung in Holzhausen, um Sterne zu verdienen. Gut, ich bin ja gespannt, wie sie es diesmal geregelt haben. Mit den Heldenherausforderungen. Gibt's das? Gibt's das in irgendeiner anderen Form? Okay, hier gibt es eine Menge Kohle, wie es scheint. Und einen Hut. Natürlich werde ich in diesem Let's Play 100% hier spielen. Setzen wir den mal auf. Wo ist mein Piratenhut? Na, ich glaube, das ist er nicht. Aber wir können da mal mit dem leben. Normalerweise sollten auch alle Swap Force Skylanders natürlich nicht funktionieren in den alten Spielen. Umgekehrt aber schon. So, ich will dann jetzt aber aufsetzen. Nein, ich habe den doch schon auf. Ich will den entfernen. Y ist entfernen. Jawohl, so ist es. Gut, was haben wir hier noch? Werte. Das sind die Ingame-Werte. Rüstung. Das ist 24, muss man immer dividiert durch 3 machen, damit man die Prozentanzahl rauskommt, zu welcher Wahrscheinlichkeit der Block funktioniert. Heißt 24 durch 3 ist 8. Heißt, wir haben eine Blockwahrscheinlichkeit von 8%. Kritische Trefferwahrscheinlichkeit sind 8 Punkte. Das sind, glaube ich, 20% waren... Also 20 Punkte waren 5%. Benutze diese Runden, damit du schnell dorthin gelangst. Ich gehe zurück und hole Flynn. Okay, mach das. Öfters A drücken. Und los geht's. Oh mein Gott. Wow, was für ein Abenteuer. Die haben sich hier in das Spiel richtig reingehängt. Das merkt man. Wow. Alles klar. Richtig geiles Erlebnis hier. Wunderschön gemacht. Absolut top. Auf höchstem Niveau. Nächster Kontrollpunkt. Genau, Pokalsystem. Anscheinend hier wieder für jeden Skylander. Ich dachte, so ein allgemeines Pokalsystem für das Spiel. Natürlich seit Skylanders Giants gibt es. Natürlich, was sind da Verbesserungen oben? Ah, das kann ich gleich direkt machen, oder wie? Früher habe ich da immer einen Charakter gebraucht, wo ich mir alles kaufen konnte. Natürlich kann man alles separat upgraden. Quests hier. Genau, und das ist wie bei Skylanders Giants. Das Pokalsystem, wo man dann, wenn man alles auf Gold hatte oder fast alles auf Gold, konnte man so einen speziellen Hut freischalten. Also ihr seht schon, hier geht's zur Sache. Hier gibt's sehr viel, was man erforschen kann, was noch auf uns zukommt. Hier runterspringen kann ich nicht. Gut. Also, werden wir vielleicht den Skylander mal tauschen und zum nächsten hier zurückgreifen. Oh, jetzt kommt gerade eine Cutscene. Nun gut. Naja. So, Skylander runter und Skylander hoch. Der nächste Swap Force Charakter. Krach und Krawall. Trauma. Hier natürlich gut gegen die Jumpies, da man sie auf Entfernung hier angreifen kann. Mit diesen Bomben absolut perfekt. 28 Schaden, mir kommt vor, generell ist der Schaden relativ hoch bis jetzt von den Swap Force Skylanders. Das finde ich mal richtig, richtig gut. Denn teilweise war der Schaden richtig niedrig bei den Charakteren, die dann, ja, sag ich mal, eher unbrauchbar waren teilweise. Weil eben der Schaden so gering war. Nicht genügend Damage per Second. Und da... In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Okay. Nun gut. Wie lösen wir das jetzt? Den hier runter. So. Weg mit dem. Den hier runter und raufspringen. Jawohl. So geht's. So, aber bin ich stehen geblieben?
Ah, okay, hier brauche ich noch einen. Den muss ich dann wieder zurückschieben. Gut, gut. So, hier der zweite Seelenstein. Für welchen Skylander ist er? Oh, für den Swap Force Skylander. Magna Charge. Schauen wir uns an die Vorschau. Ganz kurz. Okay, ein bisschen was haben wir gesehen. Skylander schaut optisch sehr gut aus. Ich werde mir definitiv auch holen. Und hier natürlich auch zeigen. So, zu den Skylanders noch allgemein zu den Figuren. Ich werde dann so gut wie möglich ungefähr jeden zweiten Part ziemlich genau einen neuen Skylander von Swap Force zeigen. Und alle zwei Parts dann zwei alte Skylander hinzufügen. Dann haben wir ja relativ schnell eine große Armee und natürlich aber auch eine gute Swap Force Basis hier. Die Spezialeinheit der Skylanders. Okay. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Hier ist eigentlich alles getan. Jawohl. Der erste Level ist relativ groß, muss ich sagen. Entweder bin ich am Anfang, weil es doch noch blind ist. Ich kenne das Spiel nicht. Swap Force spiele ich zum ersten Mal. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man später auch schneller ist. Vor allem, wenn man schneller laufen kann, sich schneller bewegen kann. Denn hier... Oh, okay. Das ist die zweite Attacke. Kann man ein bisschen mehr draus machen. Ein Wind Skylander. Oh mein Gott. Ich muss meine... Sogar im ersten Level schon... Ich habe die alten Skylanders noch gar nicht vorbereitet. Die greifen schon vor. Das wollte ich doch im nächsten Part erst machen. Ich schaue mich schnell um den Wind Skylander um. Moment. Du brauchst einen Luft Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Und genau den werde ich jetzt auch draufpacken. Ich habe mir den erstbesten gekrallt, den ich gefunden habe. Fürchtet den Falken! Ja, Chatwack. Series 1 ist da gestanden. Den hat es aber erst in Series 2 gegeben. Gut, er ist Level 11, den habe ich nicht so hoch gelevelt. Ein neuer Weg voraus. Jawohl. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements. Ich habe gemerkt, mit der ersten Generation konnte man gut noch alle Skylanders hochleveln. Aber dann mit der zweiten Generation Level 15 alles, alle Helden herausfordern. Ihr müsst jetzt bedenken, es sind 32 Helden Herausforderungen pro Skylander für die erste Generation gewesen. Dann gab es für die zweite Generation noch zusätzliche Heldenherausforderungen. Alte jedoch konnte man zum Beispiel in Giants nicht mehr machen. Und so wurde das Spiel immer größer. Man konnte immer mehr machen, um alles auf 100%. Weiß ich nicht, gibt es jemanden? Schreibt es mir in die Kommentare. Das Vulkangestein hindert uns an der Flucht. Und ich habe niemanden, der mit dieser Kanone umgehen kann. Spring doch rein und zeig uns, aus welchem Holz Skylander geschnitzt sind.